Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sind wir hier und gucken uns ein verlassenes Wohnhaus an, was mitten an der Hauptstraße steht. Ich glaube, ihr hört auch schon hinter mir die Autos hin und her fahren. Da wollen wir mal gucken, was uns jetzt erwartet. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Das ist das Haus. Da ist ein Fenster auf. Die Jalousie hängt da auf 7:30. Da ist die Jalousie unten. Oben sind die Jalousien auch unten. Und da ist der Eingangsbereich, die Tür. Jetzt gucke ich euch mal das Grundstück angucken. Hier hängt der Zaun schon auf 7:30. Die Tür ist halt offen. Also genau an der Hauptstraße. Das hört man ja auch. Und jetzt wollen wir mal reingehen. Hier ist so ein schönes Katzenbild. Wollen wir mal gucken, wie das von innen aussieht. Ist ja alles zugewuchert. Fast komplett eingerichtet. Gehen wir mal gucken. Hier rechts ist noch eine Tür. Sind wir schon zum Garten hingekommen. Das ist ein alter Kühlschrank. Da ist halt alles. Sieht man halt nichts mehr. Alles zu. Ein altes Fernsehen. Der Couch. Fast noch alles da. Und mal hier. Das ist alles zurückgelassen. Kinderspielsachen. Eimer. Alles da. Es sind noch Fenster. Machen wir das Kameralicht an. Glasbausteine, da auch noch, da noch eine Gardine. Hier die Tür. Hier geht es mit 3 Stufen hoch. Ist auch noch ein Raum. Da, erste, zweite, dritte. Bett hier mit Federn. Ah, ganz alte, schöne Gardine. Wie 60er, 70er, 50er Jahre. Ah, alles eingerichtet. Oder eingerichtet nicht, aber viele Klamotten auch da. Liegt alles auf dem Boden rum. Auch noch ein Schuh. Sachen, Rechenmaschine. Alles ein alter Bär. Eine Lampe auf dem Boden, da noch Gummistiefel. Jetzt ist bestimmt drin, da eine Waschmaschine. Kommt die Tapete schon runter. Kachelofen. Bücher, alles liegt hier oben.
noch einen Koffer. Der ist aber auch leer, da ist nichts mehr drin. Weil die Stube, der Kronleuchter da vorne. Was ist mit dem Licht auf, wenn die auf Straße leuchten? Licht auf volle Schuhe. Stube. Alles voll. Ganze Boden voller Sachen. Bücher hängen, liegen hier ohne Ende. Alte Ledercouch. War nur so eine schöne alte Truhe. Eine Hose. Stuhl. Überall Spinnenweben dran, das steht schon richtig lange leer. Geht hier nur auf Sachen. Alles voll. Teller, Geschirr, Tassen. Und noch ein Hocker. Der Schrank fängt auch schon an zu schimmeln, da auch noch alles eingerichtet. Haben wir damals auch. Und eine alte Fernbedienung. Keine Knöpfe. Ohne Ende. Da noch ein Katalog von Quelle. Das ist ein ganz altes Bild. Ich glaube, ich werde das verpixeln. Frau, die hier gewohnt hat. Da steht ein bisschen was verpixeln hier. Aber wie gesagt, alles noch da. Hier noch eine Elektroheizung hier. Hier war damals eine Nähmaschine drin. Da oben noch Garn, Wolle. Dusche, Badewanne. Was für eine Badewanne. Vorratsrahmen. Was für eine Badewanne. Sowas habe ich noch nie gesehen. Da Waschbecken nicht hier unten. Ja, noch ein alter Boiler. Noch Herdplatten. Ist irgendwie alles hier. Liegt alles rum. Toilette, glaube ich, ist das. Da sind wir gekommen. Da geht's hoch. Und noch eine Glocke, wenn man in den Keller geht. Oh, hier ist der Boden schon eingesackt. Kann man raus in den Keller. Hier geht's auch noch runter. Zeige ich euch gleich mal. Hier ist der komplette, das war die Küche. Das ist ein Kühlschrank links, Herd, Ofen. Und der ist komplett eingebrochen. Guckt euch den Boden an. Tief kann das hier nicht gewesen sein. Vielleicht 50 cm, 70 cm. Da liegen noch Handschuhe. Guckt dir mal den Boden hier an, wo? Hier sieht man das, da unten, was das unter Keller ist. Ein kleiner Keller war da drin. Das ist noch ein Keller. Dann müssen wir hier nach draußen. Geht da noch weiter hier. Hier ist der Ausgang. Bleiben wir erstmal hier drin. Hier noch ein alter Ausgang.
Friesenerz, wer kennt die noch? Schreibt's mal in die Kommentare. Regenmantel, das Friesenerz. Und eine Handtasche. Und eine Lampe. Toilette. So ein alter Monitor hier. Ein Vorratsraum oder so war das. Lampenschirm, ganz alte Lampe noch. Das ist ein Waffeleisen. So was in der Art hatte meine Oma auch, nur ein bisschen größer. Und hat sie damals immer Waffel gebacken und verkauft, ganz früh. Staubsauger, auch noch ein Ofen. Auch noch ein Lampenschirm. Aber hier ist nichts mehr drin. Hier ist auch nur noch alles zugestellt. Ups, was war der Lampenschirm? Der liegt jetzt, steht jetzt nicht mehr, der liegt jetzt. Bin mit dem Rucksack hingekommen. Sauna reingehen? Ja. Und ein Kühlschrank hier. Nee, Backofen. Backofen ist das hier.
das Holz hier reingeschmissen. Der Autoreifen war so. Jetzt auch noch einen Dachboden, Spitzboden. Halt euch da mal hoch. Mal die Lampe ein bisschen mehr an, so man es sehen kann. Schrank steht hier. Die Tür ist auch schon raus. Alles Anziehsachen drin. Hat noch einer hier einen Strumpfhoseingang. Hier ist, wie gesagt, ist noch schon ein alter Schrank. Leider auch alles kaputt. Ein Staubsauger hier, ganz alter. AEG 2000. Aber hier ist, wie gesagt, alles voll. Hier ist auch noch eine Tür dahinter. Die wurde zugestellt. Keine Ahnung. Das haben sie damals so als Regenschirmständer oder so benutzt. Hat irgendwas laut geknallt. Müssen wir mal gucken, was das war. Mach mal das Licht aus. Das hat gerade laut geknallt. Wir werden uns jetzt mal leicht verziehen. Ja, Entschuldigung, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne mal ein Like da, Glocke aktivieren und abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst von meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, weil hier ist die Hauptstraße und es ist halt ziemlich laut hier. Ich zeige euch jetzt das Haus noch von außen. Wir waren ja eigentlich überall drin. Der Keller ist nicht so viel gewesen, es war ein kleiner Keller. Oben waren wir ja, unten waren wir hinten in einem Schuppen. Haben wir uns noch kurz umgeguckt. Also jetzt haben wir eigentlich alles gesehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video von mir. Tschüss, macht's gut.